Ich bin ein sogenanntes Täterkind. In der Literatur heißen wir so. Mein Vater war verantwortlich in Braunschweig bei den Salzgitterwerken, verantwortlich für die Zwangsarbeiter, die er zu disziplinieren hatte. Wie die Atmosphäre dort war, die Vorarbeiter hatten beispielsweise das Recht, widerwillige Arbeiter mit Stahlruten zu züchtigen. Bitte stellen Sie sich das vor. Dass man öffentlich verprügelt wurde, das war das Geringste. Manchmal wurden auch Todesurteile ausgesprochen. Und das ist meinem Vater dann zum Verhängnis geworden bei seinem späteren Prozess vor den Siegern, den Engländern. Er war überzeugt von der Nazizeit und recht war, was dem Siege nützt. Und das war der Sieg der Nazis. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich habe lange gebraucht, das wirklich zur Kenntnis zu nehmen und zu verinnerlichen. Um uns Täterkinder kümmerte sich die psychologische Wissenschaft überhaupt nicht. Wir existierten weder in der Literatur noch sonst wie. Also wir wurden mehr oder weniger totgeschwiegen. Also in Hamburg, das bringt die Natur der Sache mit sich, Hafenstadt, ich bin 40 geboren, als wir zum dritten Mal ausgebombt worden, meine Mutter erzählte, die ganze Fassade war weg, man konnte in sämtliche Zimmer gucken, ne? Und da hatten wir die Schnauze voll. Und mein Großvater hatte in Niedersachsen, in Salzhemmendorf, da ist heute die größte Naturkosmetikfirma Deutschlands angesiedelt. Da hatte mein Großvater eine kleine Holzfabrik. Da er das Holz für seine Kaffeemühlen nicht anderen überlassen wollte. Und da sind wir dann hingezogen. Zu meinem Großvater auf Ehringhausen, Remscheid-Ehringhausen, konnten wir nicht ziehen, weil der amerikanische Stab die Villa besetzt hatte. Der Großvater lebte in einem, mit Frau und Tante und so weiter, in einem Zelt gegenüber im Wald. Und dann später kamen wir bei Nachbarn unter, deren Haus nicht besetzt war. Und also vorher konnten wir nicht dahin. Und dann kam die Nachricht, die Amis sind abgezogen. Und dann fuhren wir also nach Remscheid, von Salzhemmendorf nach Remscheid. Und ich kann mich noch erinnern, als wir da ankamen, um das Haus meines Großvaters war ein dichter Wald. Und überall in den Bäumen hingen MG-Gurte. Wahnsinn! Und dann wurden wir gewarnt, dass wir nicht im Wald mit Munition spielen sollten. Meine Frau hat einen Halbbruder, der so unvorsichtig war, an so einem Ding, an der so gefundenen Granate rumzubauen. Ach du ja, entschuldigung. In Schraubstock haben sie es gespannt. Und dann, also, wir wurden also gewarnt. Und einmal bin ich von der Stadt Remscheid belobigt worden. Ich hechtete mich beim Räuber- und Gendarmspiel in ein Gebüsch. Und da lagen Panzerfäuste. Stapelhoch. Und dann habe ich mich zu Tode erschrocken. Wir waren ja gewarnt. Und dann habe ich das bei der Polizei gemeldet. Und da kriegte ich dann vom Bürgermeister ein Lob ausgesprochen, dass ich diesen Fund gemeldet hatte. Das machten nämlich nicht alle. Damals haben auch viele
Waffen auf Seite gebracht, die dann irgendwelche Fantasien hatten, den Amis zahlen was nochmal heim oder also der größte Blödsinn machte sich damals breit. Und ja, so sind wir nach Remscheid gekommen. Mein Vater war verantwortlich für die Zwangsarbeiter in Salzgitter. Und für die Disziplinierung der Arbeiter war mein Vater verantwortlich als Gestapo-Chef von Braunschweig. Und da starben haufenweise Leute, die gingen an Entbehrungen zugrunde. Die Vorarbeiter hatten das Recht, mit Stahlruten auf die Arbeiter einzuschlagen, wenn sie ihr Soll nicht erfüllten. Und dann hat sich die Firmenleitung beschwert, dass man mit Leichen keine Munition herstellen kann. Und ich habe die Todeslisten aus dem Lager, die liegen mir vor. Da ist dauernd auf der Flucht erschossen. Ja, so blöd kann man doch gar nicht sein, dass da dauernd welche wegliefen. Das kann nicht stimmen. Also bleibt der Schluss, und das wurde mir dann später auch vom Braunschweiger Geschichtsverein bestätigt. Da wurden, wenn die besoffen waren, die Wachen, wurden willkürlich Leute erschossen. Es waren ja Untermenschen. Die zählten nicht. Die waren gerade gut genug, um Schießübungen zu machen. Und dann hat mein Vater, das hat er später als humanitäre Maßnahme für sich ausgelegt vor den Engländern, die Todesquote von 3000 im Jahr auf die Hälfte reduziert. Und dann gibt es einen verräterischen Zettel meiner Mutter. Und das zeigt, wie abgebrüht man damals war, was Tote betraf. Es waren ja ringsum Tote. Man denke nur an die Bombardierungen. Also, die lautet 3000 Tote. Handschriftlich von meiner Mutter, das war ja nicht viel. Zum Glück habe ich diesen Zettel erst entdeckt, als sie schon gestorben war. Er hat aufgrund der Beschwerden, die da kamen, die Todesrate gesenkt. Das hat er, wie gesagt, als humanitäre Maßnahme dann zu seiner Verteidigung angeführt. Die Engländer waren aber so gut informiert, die haben ihm das nicht abgekauft. Und dann hat er versucht, die Gestapo als eine normal arbeitende Polizeibehörde den Engländern weiszumachen. War natürlich auch Blödsinn. Also, das nehme ich ihm übel, dass der sich so blöd verteidigt hat. Mein Vater, verdammte Scheiße. Also das ärgert mich noch heute. Entschuldigen Sie den Ausbruch. Es ärgert mich einfach. Er erzählt mal, wie das zu dieser Idee hier gekommen ist. Ja, das war, als wir hatten eine Stolpersteinführung bekommen. Mhm. Und die endete hier an der Martin-Luther-Straße. Mhm. Und dann erzählt uns der Herr Bielstein, dass dieser Pferdestall praktisch als Auffanglager genutzt worden ist, weil hier die ganzen Zellen bei der Polizei überfüllt waren. Die sind da unten im Keller und man suchte Ausweichmöglichkeiten. Und wir wissen, dass zum Teil auch ein Keller benutzt worden ist, aber vor allem auch dieser Pferdestall hier. Mhm. Und als wir das gehört hatten, haben wir uns natürlich gedacht, hier gibt es so einen geschichtstragenden Ort, damit muss man auch was machen, denn mit dem hat man hier nicht, also der stand leer, der Raum hier praktisch. Und deshalb haben wir uns, deshalb kam die Idee von einer Gedenk- und Bildungsstätte. Ein Ort des Gedenkens, aber auch ein Ort des Bildens. Der Innenminister hatte auch gesagt, dass die
Polizei oder die neu ausgebildeten Polizeibeamten sollen auch eine Führung bekommen, um praktisch zu sehen, welche Schandtaten damals durchzogen wurden. Da haben wir dann die Ausstellung vor aller Augen aus Berlin geholt, wo komischerweise auch 4 Fotos aus Remscheid waren. Die einzigen Fotos, Sie sagten eben Sinti und Roma, die einzigen Fotos, die von dieser Deportation der Sinti und Roma 1943 gemacht worden sind, sind hier in Remscheid gemacht worden. Ach, und mit schade. Ich habe mich nämlich mal mit dem Romani Rose, dem Leiter der Sinti und Roma, unterhalten. Damals habe ich das leider nicht gewusst. Ja. Und diese 4 Fotos, die sind entstanden am Abend vorher. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist eine Gruppe unten aus in der Nähe vom Gelbetal, die da siedelten, vom Gründerhammer, sie sind hier raufgeführt worden. Die sind mit größter Wahrscheinlichkeit in diesem Raum, in dieser Nacht festgehalten worden. Und am nächsten Tag sind die von hier zu Fuß über die Freiheitsstraße zum Bahnhof gebracht also worden. Also es konnte jeder wissen. Richtig. Ja. Und da sind 4 Fotos entstanden und die waren in der Berliner Ausstellung drin. Aha. Und das hat auch dazu geführt, wir hatten eben zum 75. Jahrestag der Wiederkehr dieser zentralen Verfolgungsaktion. Die sind also alle am 2.3. März 1943 konzentriert worden und nach Auschwitz deportiert worden. Und 75. Jahrestag hatten wir die Ausstellung noch hier und eine, sie bezeichnen sich selber Zigeunerband, hat hier gespielt, die haben hier gestoppt und wir haben hier eine Gedenken auch an die Opfer von der Seite. Toll. Idee ist, die Opfersituation aller verfolgten Gruppen hier darzustellen. Als mein Vater hingerichtet wurde, waren wir zum ersten Mal in Ferien im Schwarzwald. Und dann sagte meine Mutter, mein Vater war als Kriegsgefangener interniert in einem Lager in der Nähe von Hannover. Und dann hatte meine Mutter gesagt, Weihnachten, er wäre in Gefangenschaft gestorben. Und ich habe überhaupt keinen Verdacht geschöpft. Das war stinknormal, dass Männer nicht aus dem Lager zurückkamen. Aber ich habe keinen Verdacht geschöpft. Alle meine Freunde hatten Väter, die nicht zurückgekommen waren. Und dann habe ich irgendwann mit 15, ich habe damals Tagebuch geführt, mit 15 habe ich irgendwas mitgekriegt. Und dann habe ich ins Tagebuch geschrieben, stimmt gar nicht, mein Vater wurde erschossen. Damals erschien mir Erschießen als die ehrenvollere Strafe als Hängen. In Wirklichkeit gehängt worden. Aber dann habe ich aus meiner Mutter nichts mehr rausgekriegt. Eisern hat sie dicht gehalten. Und dann erst aus Anlass der Berlinfahrt kam es dann zutage. Also jetzt hier das Lehrerzimmer, wenn Sie damals 30 Kollegen hier an der Schule hatten. Heute sind es im Grunde genommen um die 80, kann man sagen. Nicht jeder hat eine Vollzeitstelle, aber um die 80 Kolleginnen und Kollegen braucht die Schule heute. Schülerzahl ist so um die 950, Ui, 60. Wir waren, glaube ich, damals 600 oder irgendwas. Ja. Also, was ich angenehm finde, damals war natürlich Düsternis vorherrschend. Ja, ja. Diese Fassade ist traumhaft. Ja, also dieser Ausblick. Heute ja. Haben wir Pech, dass das hinten ist. Remscheider Nebel. Schön in die Landschaft Können wir ganz nur noch mal um die Ecke gucken. Eigentlich ist das Lehrerzimmer zu klein für die Anzahl der Kollegen, die wir heute haben. Ich wollte sagen, sieht aber arg vollgepackt aus. Ja, die Kollegen arbeiten ja auch hart. Ja, ja gut. Okay, dann können wir mal gucken.
Und jetzt merken wir schon, das sehen Sie auch hier, die dicken Wände. Ach ja, 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 ja. Das, jetzt sind wir schon im Altbau. Also hier früher war hier Schluss. Das heißt, Sie kamen von drüben in diesen Gang rein. Sie müssen uns gleich mal erzählen, was da war. So, dann können wir mal weitergehen. Hier sehen Sie jetzt natürlich das alte Treppengeländer und so. Ach ja, ja, genau, genau. Die Schule ist ja von 1913. Ja, ja. Wir haben also 2013, haben wir auch gesagt, jetzt feiern wir 100 Jahre am Standort. Die Schule selber hat ja Wurzeln, die noch viel, viel weiter zurückgehen. Ja, aber 1913 ist ja hier dieser Standort für die Schule entwickelt worden. Und das ist hier alles noch original. Ja, ja, klar. Unverkennbar. Ja. Ach, diese Blöcke, da kann ich mich dran erinnern. Die Wand müssen sich wegdenken. Wir gucken gleich dahinter. Dahinter ist der Hauberg. Man kam früher hier. Hier ist das Treppenhaus. Sehen Sie auch diese alte. Ja, ja, klar. Ja. Ich habe eine Frage dazu. Zwar habe ich einen Baupläne gefunden, dass hier mal ein Brunnen drin war. Waren Sie zu der Zeit schon an der Schule? Also an einen Brunnen kann ich mich nicht erinnern. Quasi ein Oberstufen. Ach, toll! Hier toll! Kam man früher rein. Ja, hier kam man rein. Da sind die Säulen. Ja, ne, also das war Ihr Eingang. Ja, ja. Da war eine breite Treppe. Ja. Und zwischen den Säulen ging man dann hoch und auf der Seite war die Aula. Also, als wir Abitur hatten, da wurde die Abiturfahrt nach Berlin gemacht. Man wollte Berlin unbedingt im Gedächtnis der Bundesrepublik am Leben halten. Also waren obligatorische Fahrten nach Berlin angesagt und alle anderen fuhren mit dem Zug und ich durfte fliegen, der erste Flug meines Lebens nach Berlin. Warum? Meine Mutter hatte die Fantasie, dass man in der DDR, wobei ich vorausschicken muss, damals die DDR hat zu Beginn ihrer Karriere wirklich alte Nazis dingfest gemacht und auch bestraft. Also, mein Vater als Obersturmbannführer, da hatte meine Mutter die Fantasie, also die könnten mich doch aus dem Zug krallen und mich sozusagen, weil sie meinen Vater ja nicht kriegen können, sozusagen in Sippenhaft nehmen. Sippenhaft war eine Spezialität der Nazis, nicht der DDR. Und so durfte ich fliegen. Ich musste fliegen. Da bin ich natürlich ins Grübeln gekommen und habe gefragt und gebohrt und gebohrt. Dein Vater hat nichts Unrechtes getan. Ja, das war eine Aussage. Was sollte ich damit anfangen? Und ich habe gemerkt, also wenn die DDR mich krallen will anstelle meines Vaters, da stimmt doch was nicht. Der muss doch Dreck am Stecken haben oder zumindest nach Ansicht der DDR-Oberen. Da war Schluss vom alten Gebäude und das dann ist quasi der eine Querbau. Wir können aber auch mal näher gucken gehen. Wir sind ja jetzt seit den 70er Jahren quasi so eine kleine Burg, so im Carré gebaut. Ne? Zwei Flügel standen ja früher schon. Und die beiden sind dann dazu gebaut worden. Ne? Das heißt, hier wurde neu das Treppenhaus für den Neubau angesetzt. Unverkennbar. Hier vorne natürlich die Eingangshalle, durch die Sie reingekommen sind. Ja. Und der jetzige Haupteingang ist eben hier vorne, wo Sie eben auch reingekommen sind. Ne? Vielleicht gehen wir aber noch mal ganz kurz hier vorne hin, dass Sie sehen, was seit 2005 an Arbeit hier an der Schule geleistet wurde.
Ganz vorne sind die beiden ersten Stolpersteine für die jüdischen Mitschüler, wo wir zuerst rausgefunden haben, dass die umgekommen sind. Ja? Wir haben damals den Künstler, den Herrn Demnig, gefragt, ob wir eine Ausnahme kriegen. Normalerweise verlegt er die Stolpersteine vor den Wohnhäusern der Opfer. Ja, ja, Peter in Braun, Nürnberg wohnte. Und wir haben den Herrn Demnig gefragt, ob wir für unsere Mitschüler hier die Steine verlegen können. Und es steht drauf, hier lernte. Ach, toll. Da haben wir zwei da vorne liegen und dann haben weitere Schüler geforscht. Da haben wir einen dritten rausgefunden, den haben wir drüben, wo die Rampe anfängt. Hier vorne sehen Sie dann gleich diese Tafel unseren ehemaligen jüdischen Mitschülern. Ach so, da hat die Tafel. Alle aufgelistet sind. Und was wir nicht auf dem Schirm hatten, das war zum Beispiel letztes Jahr sehr bewegend, als ein Herr Gad Frank aus Israel gekommen ist. Ach, den haben Sie erwähnt, ja. Und der fand dann da den Namen seines Vaters. Ach du Scheiße. Das hatte der nicht auf dem Schirm. Nee. Ja, der war total berührt. Also letztes Jahr kriegte ich einen Anruf von der jüdischen Gemeinde in Wuppertal, ob sie meine Telefonnummer weitergeben können. Aha. Sag klar, worum geht's? Es wäre Gad Frank, ähnlich alt, nee, etwas älter als Sie, ne? Jahrgang 30, glaube ich. Er wäre mit seinem Enkel da und er wollte herausfinden, die Ursprünge seiner Familie, ob ich ihm denn helfen könnte, weil er aus Remscheid, die Wuppertaler hatten jetzt nicht die Ahnung. Er saß am nächsten Morgen mit seinem Enkel da, ich habe einen Bildstein dazu geholt, der konnte ihm sehr viel über seine Familie erzählen, was er nicht wusste. Und er bereitete quasi den Besuch vor für seine 5 Kinder. Er hatte also in Israel gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Sagte er mir auch, als er anfangs kam, sagte er, mit Deutschland wollen wir nichts zu tun haben. Ja, es geht hier nur darum zu sehen, was ist noch da. War sehr ablehnend Deutschland gegenüber. Das änderte sich allerdings innerhalb kürzester Zeit. Ja, ja, wie wir gesehen haben. Das ist die übliche Geschichte. Ja. Und, ja, ja. Er kam dann haben wir für den nächsten Tag haben wir gesagt, wir zeigen ihm auch ein paar Örtlichkeiten. Wo hat die Familie gewohnt? Und es gab Stolpersteine für seine Großeltern. Ach. Die Großeltern haben sich quasi geweigert, auszuwandern. Der Sohn, also sein Vater, hatte Papiere für Palästina. Die Geschichten hört man so oft. Sohn emigriert. Die Großeltern, die das Seidenhaus Frank in der Alleestraße besaßen und betrieben, die haben die da besucht. Da war alles dreckig, barackenmäßig, Wüste. Und danach sind die vorzeitig wieder zurück abgereist. Ne? Und der Sohn hat sich, wann war es, 39 nochmal nach Deutschland gewagt, mit Papieren und wollte die Eltern dazu bewegen, weil er ahnte, was da auf sie zukommen würde. Da haben sich die Eltern, die mussten da 39 schon das Haus verkaufen und sind nach Köln gegangen, weil hier war schlechtes Leben für die Menschen. Sie haben sich aber geweigert mit ihm, er hatte die Papiere, mit ihm nach Palästina zu gehen. Ja, das hört man leider oft. Von ganz vielen Eltern. Ja, ja. Und sind gerne gegangen. Ja. Ja. Und die sind dann leider nach Theresienstadt verbracht worden und umgebracht worden. Und deshalb gibt es an der Stelle, wo das Seidenhaus Frank stand, das gibt es heute nicht mehr, das Gebäude, gibt es diese Stolpersteine für seine Großeltern und für seine Tante, Großtante. Wir hatten natürlich Lehrer, die vom Krieg gezeichnet waren. Einer hatte zum Beispiel keinen Arm. Wenn der seine Schübe bekam, dann wussten wir Schüler, oh, der ist heute schlecht dran. Der unterrichtete Mathematik. Wir waren ja damals vertraut mit dem, was der Krieg so anrichtet. Ne? Heute würden Schüler wahrscheinlich völlig anders reagieren. Und dann hatten wir aber auch Lehrer, die echt was aus dem Krieg gelernt hatten.
Wir hatten einen fantastischen Englischlehrer, der war als Kriegsgefangener in Kanada interniert. Und der hatte natürlich sein Englisch aufgefrischt in Kanada. Und der hatte wirklich was aus dem Krieg gelernt. Der behandelte uns sehr frei für damalige Verhältnisse. Also wir konnten eigentlich mit jedem Problem zu dem kommen, was damals eine Seltenheit war. Dann hatten wir einen Lehrer, der war in Frankreich stationiert. Der sprach sage und schreibe 10 Sprachen und 19 Dialekte. Es ist unglaublich. Der konnte Mengel. Ach, der Mengel? Ja, der Mengel. Sein Sohn war in meiner Klasse. Der hatte vom Vater aber nicht viel mitbekommen. Es gab einen einzigen Lehrer, der in Parteigenossenuniform, sprich braun, hier ankam. Die anderen Lehrer kamen dem Vernehmen nach in Zivil. Und natürlich freut mich das. Und dieser besagte Lehrer, der Parteigenosse war, der verging sich später auch an Schülern. Also ich habe es selbst erlebt, es ist kein Gerücht. Und dieser, aber wie weit seine vermatschte Biografie zu dem Verhalten beigetragen hat, das sei jedermanns Fantasie überlassen. Das ist der Herr Freund, so wie er heute aussieht, aha, 90 Jahre alt. Jahrgang noch. Ach, der, ja. Der euch immer besucht. Ja, ja, ja. Das ist sein ursprüngliches Zeugnis, staatliches zu Remscheid, 36. Wurde er quasi gezwungen, oder die Eltern wurden, denen wurde angeraten, ihn von der Schule zu nehmen, weil ansonsten würde es er sehr bald gezwungen werden. Dann hat er bei seinem Vater, der hatte ein Juwelier- und Uhrmachergeschäft auf der Alleestraße, hat er dann Uhrmacher gelernt. Er wollte eigentlich Jurist werden. Dafür braucht er ein Abitur, das konnte er nicht. Das Abitur haben wir ihm hier 2006 posthum verliehen. Nicht posthum, er ist ach so, er ist als noch da. Die Schüler, also die Schüler, die ihn kennengelernt hatten, bei der Stolperstein-Niederlegung seiner Eltern, die haben gesagt, wir nehmen den in unsere Reihen auf und wir haben beide Abitur. Schüleridee. Weiß ich nicht genau, Herr Blumig. War Schüleridee? Das war die Idee der Jahrgangsstufe 13, die Abitur machte. Als die erfahren haben, dass der Freund da ist, haben die gesagt, der soll jetzt auch bei uns Abiturient sein. Ja. Dann haben dieses Zeugnis extra toll gemacht. Toll. Haben ihn, also als alle durch waren, auf die Bühne geholt und ihm das überreicht. Das wusste er nicht. Nee, ohne das ist es ja so spannend. Also er hat ein ganz schweres Leben gehabt, hier seit 39 inhaftiert. Er war in Auschwitz vor allen Dingen, vorher war er auch noch in Sachsenhausen. Er hat das überlebt und er hat noch 2 Hungermärsche. Ach du Liebe. Ja, das sagten sie gestern. Und also wie man sowas überleben kann, ich hätte es nicht geschafft. Er hat Wahnsinn. Vermutlich, weil er repariert hat, ein bisschen Vorteile gehabt. Ja, ja. Da muss man ja bewegliche Finger fragen. Ja, ja, ja. Und hier haben wir noch ein Bild aus seiner Jugendzeit, als er Schüler war. Ach, in der berühmten 4x75 Meter Staffel. Ja. Und er ist der einzige von den 4, die er überlebt hat. Ach du Scheiße. Alle anderen sind zum Teil auf schreckliche Weise ums Leben gekommen. Ja, und nach dem Krieg gab es in Remscheid keine jüdische Gemeinde mehr. Und dann ist er zunächst nach USA, nach New York ausgewandert. Hier sieht man ihn in New York, da hat er auch seine beim Nummer. Beim Reparieren. Ja. Und hier sieht da sieht man die Nummer. Ja. Ja. Und hier sieht man, da war er mit einer Delegation bei Eisenhower im Weißen Haus eingeladen. Hier ist er.
Ihm hat es aber letztlich da nicht gefallen. Er wollte zurück in seine Heimat. In Remscheid war aber keine Gemeinde. Und dann ist er ja ersatzweise nach Frankfurt gegangen, wo ja die größte jüdische Gemeinde in Deutschland war und ist. Ja. Der Geschichtsunterricht hörte in der Regel nach dem Ersten Weltkrieg auf. Das erzählen viele Schüler von vielen Schulen, mit denen ich mich unterhalten habe. Also das war das Übliche. Damals wurde mehr geschwiegen. Die haben nicht gerne über das, was sie erlebt hatten, geredet. Ich glaube, wir haben uns mehrheitlich nichts getraut. Wir waren eine Clique von 6 Jungs und die anderen, die wussten genau, wohin der Weg sie führt. Die wurden entweder wie der Vater Rechtsanwalt oder sie wurden Arzt wie der Vater, also gehorsame Vätersöhne. Und wir waren, diese 6, wir waren etwas im Klassenfaschismus, würde ich mal sagen. Dafür war unsere Revanche, die anderen waren die Idioten. Damit war alles zusammengefasst. Und in dem Klima herrscht keine Offenheit. Also wir haben nicht gefragt. Der Tod meines Vaters hat mich freigemacht. Er war nämlich ein richtiger Jurist, wie er im Buche steht. Ich hätte mit ihm endlose Kämpfe zu fechten gehabt. Und ich weiß nicht, ob er gewonnen hätte letztendlich, ob er mich hätte erpressen können mit dem Abitur. Er ist übrigens erpresst worden von meinem Großvater väterlicherseits. Ach ja, die alten Fenster da oben. Hier sehen Sie das, da drüben sind wir eben lang gegangen. Dieser Flügel und der zur Straße hin, bis da vorne eben, das war die Emma, so wie sie gestanden hat, als sie Schüler war. Die beiden Flügel hier, dieser und der quer, der dann noch dahinter reicht, das ist ja eben Ende der 70er dazugekommen. Ich habe die Fenster wieder erkannt, natürlich die Rundbogenfenster und das Treppengeländer, aber sonst, damals standen lange, endlose Garderobenstände entlang der Gänge. Genau. Und also. Die mussten wir alle abräumen. Brandschutz. Damals der Chemieraum. Ja. Also die Amis befürchteten, dass wir aus einer Konservendose ein AMG bauen. Also war Chemie ganz klein geschrieben. Wir hatten nur ein Jahr Chemie. Ich wundere mich, dass ich überhaupt einen chemischen Zusammenhang verstehe. Ja. Und der Physikraum, das war wie im Hörsaal. Der Physiklehrer war übrigens grottenschlecht. Grottenschlecht. Den kennst du nicht immer? Hallo. Ja, das waren früher fest installierte, durchgehende Bänke. Also hallo, Entschuldigung, dass wir stören, aber ihr könnt hier einen eurer Mitschüler begrüßen. Dirk Kuhl, der hat 1961 hier Abitur gemacht. Und er kann sich an diesen Raum erinnern. Ihr habt gerade gehört, er sagt, das Gestühl war anders. Das kann der Herr Neuroth natürlich begehen. Da ich seit Februar 1974 an der Schule bin, weiß ich das natürlich. Aber das ist einer der schönsten Räume in diesem Gebäude. Und man wollte mir mal das Gestühl hier rausreißen. Da habe ich gesagt, dann wechsle ich die Schule. Das brauche ich nicht. Ja. Der Vater meines Vaters war im Ersten Weltkrieg gefangen genommen worden von den Russen und in Sibirien
das war ein großes Gefängnis, da konnte keiner weglaufen. Und dann, und er genoss die Privilegien eines Kriegsgefangenen. Und dann brach die russische Revolution aus. Und dann fragten sich die Gefangenen natürlich, was machen wir jetzt? Jetzt bricht die Zeit der Unsicherheit an. Und dann hat er mit 6 Kameraden beschlossen zu fliehen. Aus Sibirien zu fliehen ist ein Ding. Und er hat es geschafft bis zur Ukraine, wo deutsche Soldaten standen. Natürlich war er ein Held. Und was macht man als Sohn eines Helden? Man versucht, sich abzusetzen. Ich habe manchmal die Idee, als mein Vater immer so einen großen Schoß gesucht hat, wo er unterschlüpfen konnte. Erst die verschlagene Verbindung, das Korps, dann die SA. Dann wurde die SA, Pfui Baba, ne, Röhm etc. Und da war der nächste Club, in den man aufsteigen konnte, die SS. Also zur geheimen Staatspolizei. Die lockte ihn auch. Die suchte dringend voll ausgebildete Juristen. Sie hatten ihn gelockt mit dem Versprechen, dass er Jugendrichter sein könne, wie er gerne wollte. Ganz schnell ging ihm auf, dass er nicht bei einer normalen Polizeitruppe war, sondern eben Reichsfeinde und das hat er bejaht. Er war überzeugt, dass Hitler einfach gut ist für Deutschland. Ein Unterschied. Da gab es einen Vorhang, ja. Und dann haben wir mal ein Schattenspiel aufgeführt. Und ich musste die Zahnarztassistentin spielen. Ja. Und dann habe ich mir von meiner Mutter ein paar Stöckelschuhe besorgt. Und dann hatte irgendeine Tante so einen mit einem Kamm aufsteckbaren Dutt. Ja. Den hatte ich hier hinten drauf. Und dann musste ich irgendwann, weil der Zahnarzt die Zähne zog, musste ich hinten überfallen und mit den Beinen strampeln. Und da hat sich ein alter Bundeswehrmajor nach dem Mädchen erkundet, dass, wenn der gewusst hätte, wer dahinter steckt. Ja. Ja. Also der Grundriss ist im Grunde genommen der gleiche geblieben. Hier vorne ist diese Auswölbung, die man von draußen aus sieht. Und wir haben recht, hier drunter ist ja die alte Sporthalle. Ach ja. Ja, die hat ja auch diese Wölbung. Ne? Ja, ja. Und sehr wahrscheinlich so auf Höhe der Bühne, da ist dann draußen auch diese Büste von der Athena. Die ja, klar. Ja? Nee, auf der Bühne, wie gesagt, primitiver eingerichtet, aber da war ein Vorhang und das war es. Ja, ne? Ja. Können Hallo? Wir einfach nur kurz durch? Ja, klar. Hallo. Ja. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir führen gerade einen ehemaligen Schüler dieser Schule. Er hat 1961 Abitur gemacht. Es kann jetzt sein, dass Sie im Moment nicht von allen Schülern verstanden werden. Ach. Wir nennen die Klasse One World Class. Das heißt, im Zuge der Flüchtlingskrise und auch danach sind sehr viele Familien nach Remscheid gekommen. Und die Kinder müssen natürlich auch unterrichtet werden und möglichst schnell Deutsch lernen, damit man sie auch in allen Fächern gut unterrichten kann. Aus welchem Land kommt ihr? Von wo kommst du? Italien. Kuba. Italien. Kuba? Ja. Oh, da wollte ich immer mal hin. Ja, haben Sie das gehört, von wo die Schüler kommen? Ja. Können Sie sich noch an diesen Raum erinnern, hier oben unterm Dach? Nee.
Es ist alles verändert. Der ist offenbar unterteilt. Ja, Grün ist auch. Ja, ja, genau. Also, das ist nicht mehr präsent. Das Schweigen war oberstes Gebot in der Nachkriegszeit. Auch das Schweigen meiner Mutter gehörte dazu. Ich habe lange gebraucht, bis ich aus ihr herausgekitzelt hatte, was überhaupt mein Vater getan hatte. Ich habe meine Mutter ja auch bekniet. War er ein überzeugter Nazi? Sag es mir bitte. Sie hat es mir nicht gesagt. Auf dem Sterbebett hat sie ihrer intimsten Freundin verraten, und das hat die mir später erzählt, er war doch ein Nazi. Warum hat die das nicht mir gesagt? Also, ich hätte sie nicht befehdet, was sie wohl befürchtet hat. Und dann war ich natürlich sauer auf meine Mutter. Irgendwo fühlte ich mich hintergangen. Meine Mutter hatte, glaube ich, ein bisschen zu leiden unter der mangelnden Sohnesliebe. Ich hatte ja immer diesen Verdacht, diesen Vorbehalt. Und ich habe schon erwähnt, dass ich mich von ihr auch hintergangen fühlte. Und ergänzend sei hier noch bemerkt, ich hätte ihr nicht übel genommen, wenn sie gesagt hätte, dein Vater war ein überzeugter Nazi. Okay. Ich hätte es ihr nicht übel genommen. Kann nämlich, also meine Krankheit hat zur Folge, dass ich ganz schlecht sehen kann und auch schlecht schreiben. Also ich muss mich dann schon doch kurz halten. Jo, das war's. Dankeschön, herzlichen Dank. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob Sie es schon haben, nee. Die Geschichte unserer Stadt. Nein, habe ich nicht. Also schönen Dank. Gern geschehen. Es und ist Geschichte Remscheids und Lennep und Lüttringhausens. Ja. Muss man ja immer ergänzen, ja. Damit sich die beiden Städte nicht zurückgesetzt fühlen. Genau. 90 Jahre her, ja. Lennep habe ich geliebt. Also da waren wir oft zu Gast. Und jetzt zum Abschluss auch, als ich meine alten Freunde wieder getroffen habe, waren wir in Lennep, wo waren wir? Danubia am Markt. Ach, Daunia da unten. Ja, Daunia. Ach, das ist doch wunderschön, die Ecke. Ja. Ich wollte mich nochmal recht, recht herzlich bei Ihnen beiden auch bedanken, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. In ihre alte Penne gekommen sind und von ihrem wirklich interessanten, ja, nicht immer einfachen Leben geschildert haben und unseren Schülern im Grunde genommen gezeigt haben, dass das, was in der ganzen Welt passiert, im Grunde genommen auch im Mikrokosmos passiert. Wir haben Schüler vor allen Dingen aus den vergangenen Zeiten und Schülerinnen, die eigentlich alles das repräsentieren, was ansonsten auch in Deutschland und in der Welt so passiert ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie davon berichtet haben. Nehmen Sie so einen kleinen Wir werden Strauß versuchen, mit. Den Heil ins Allgäu zu schaffen. Dank nochmal. Ich bedanke mich. Das war mit der Emma schon toll. Also an eine andere Schule wäre auch ich nicht gekommen. Dazu ist der Weg zu weit. Ja. Also das war, also was ich jetzt kennengelernt habe, ein reizendes Kollegium. Ja. Kein Vergleich zu meiner Zeit.